Hallo und herzlich willkommen, ich bin der Olaf. Und ich bin der André von Kino im Wohnzimmer. Genau, wir sind heute zu zweit, heute ein bisschen anders und wir wollen heute uns wieder mit Sound im Wohnzimmer-Kino beschäftigen. Gleich geht's los. Jetzt kommt erstmal die Frage der Woche. Sie kommt heute von Mario Schäfer. Gibt es Kurzdistanzbeamer, welche das 21:9 Bildformat unterstützen? Das ist eine sehr interessante Frage. Ich versuche, die mal zu beantworten. Also grundsätzlich kann man sagen, dass so ziemlich jeder Heimkinobeamer in 16:9 ausgibt. Ja, das ist so sein Grundformat, so wie auch sein Chip aufgebaut ist. Also er gibt in 16:9 aus. 16:9 ist auch das klassische Format, wie es heutzutage jeder Flatscreen hat. Auch unsere Leinwände, so hier im Hintergrund, hat das Format 16:9. Es gibt natürlich viele Filme, die haben andere Formate. 21:9 ist nur eins von diesen. Da gibt es ja noch andere Varianten. 16:9 hat den großen Vorteil, dass in ein 16:9 Rechteck alle anderen Formate reinpassen. Jetzt sehen wir da 21:9. Der Beamer gibt trotzdem in 16:9 aus. Und oben und unten sehen wir so einen dunklen Balken. Nennt man Letterbox-Balken. Und da wird jetzt im Prinzip kein Licht ausgegeben. Aber trotzdem sendet der Beamer an der Stelle permanent immer auch ein Bild aus. Also kann man die Frage ja so ganz klar gar nicht beantworten. Also jeder Projektor gibt zwar in 16:9 aus, unterstützt aber trotzdem das 21:9 Bildformat, weil es wird ja trotzdem darauf ausgerichtet. Bei Ultra-Kurzdistanz gibt es keine Funktion wie Lens Memory oder so, wo man jetzt noch verschiedene Bildformate abspeichern könnte. Das gibt es nicht. Dann gibt es ja noch die Variante, dass man ein Bild verzerren kann. Man könnte ja so ein 21:9 Bild nach oben und unten auseinanderzerren, dann passt es, füllt es wieder die komplette Leinwand aus. Von diesen Sachen rate ich erstmal komplett ab. Viele Fernseher unterstützen sowas, auch Projektoren unterstützen sowas manchmal. Macht überhaupt keinen Sinn, weil dann haben die Leute alle so lange Gesichter. Oder umgekehrt, wenn man sie staucht, werden sie plötzlich alle ganz dick. Sollte man alles komplett sein lassen. Also man muss sich merken, Heimkinoprojektoren geben in 16:9 aus. Wenn man eine 16:9 Leinwand hat, passt jedes andere Format drauf. Ja, wie es auch immer heißt, die passen dann alle in dieses 16:9 rein. Ich hoffe, das war so halbwegs erklärlich und ich konnte damit die Frage beantworten. So, weiter geht's im Video. Wie schon gesagt, heute geht's wieder um den großen Sound im Wohnzimmerheimkino. Wir haben uns heute mal zwei Komplettsets gesucht. Das ist einmal von der Firma Monitor Audio aus der Bronze-Serie oder im Prinzip die ganze Bronze-Serie und von Quadral die Ascent-Serie. Die wollen wir uns heute mal ein bisschen näher angucken. Beide spielen so ungefähr in der 2000-Euro-Liga, also schon etwas gehobene Klasse, aber sie gehören bei uns wirklich zu den beliebtesten. Ihr habt von den André schon gesehen. Das hat natürlich einen Grund, dass der heute dabei ist, weil der André ist bei uns der Audiospezialist. Und der soll euch mal versuchen, mit seinen Worten zu beschreiben, so schwer das auch ist in so einem YouTube-Video, was ist der Unterschied, der klangliche Unterschied zwischen diesen einzelnen Lautsprechern. Das kann ich nämlich nicht so gut und deswegen soll es der André heute machen. Dann wollen wir uns heute natürlich noch anschauen, die Kombinationsmöglichkeiten. Wie kann man denn diese Lautsprecher alle kombinieren miteinander? Gibt es Einbauvarianten davon? Gibt es Bipol-Lautsprecher, Regallautsprecher, Standlautsprecher, was gibt es da alles? Das schauen wir auch an für beide Systeme heute. Und dann schauen wir auch noch, in welchem Wohnzimmer, so grob, wie man das so sagen kann, sollte man welche Lautsprecher einsetzen. Das ist der Plan für heute. Jetzt geht's los. Für beide Lautsprechersysteme gilt, es gibt im Prinzip alles von ihnen. Es gibt Standlautsprecher. Haben wir hier. Es gibt Center natürlich, ganz wichtig beim 5.1. Es gibt Subwoofer zu dem System. Es gibt Regallautsprecher, teilweise in verschiedenen Größen. Und es gibt sogar Bipol-Dipol-Lautsprecher. Das haben die Systeme schon mal so gemeinsam. Wir wollen uns aber ja auch mal angucken, was ist denn unterschiedlich. Also der erste Unterschied, der mir auffällt, es gibt für die Bronze-Serie zwei Größen an Standlautsprechern. Einen sehr großen, sehr potenten und einen kleinen, zarten, der, ja, eigentlich finde ich schon sehr schmal gehalten ist. Die Bronze-Serie ist noch relativ neu, die ist relativ frisch. Und die Quadral-Ascent-Serie ist schon ein bisschen älter, deswegen aber nicht unbedingt schlechter. Aber wir schauen uns das gleich mal an. Hier sehen wir aber gleich, es gibt aktuell nur noch einen Standlautsprecher. Es gab früher noch einen kleineren, den gibt es jetzt nicht mehr. Jetzt ist es nur noch der LE80 aus der Ascent-Serie. Bei der Bronze heißen sie Bronze 200 und Bronze 500. Center gibt es jeweils immer nur einen zu der Serie. Und zu den Surround-Lautsprechern kommen wir dann gleich.
Wir schauen uns erstmal die Lautsprecher von außen an. Also was ich schon mal sagen kann, die Verarbeitung ist bei beiden auf sehr, sehr, sehr hohem Niveau. Also hier findet man wirklich keine Fehler, keine offenen Kanten. Das sieht alles sehr, sehr schön aus. Und trotzdem sind sie sehr unterschiedlich. Monitor Audio typisch, wir sehen keine Schrauben. Die versuchen alles immer so zu integrieren, dass man von vorne eigentlich überhaupt keine Schrauben sieht. Machen andere Lautsprecherhersteller anders. Ich persönlich finde es sehr schön, keine Schrauben mehr zu sehen zu haben. Das haben die tatsächlich so gelöst, dass die Schrauben hinten machen. Die Schrauben von hinten ihre Chassis fest. Das sieht sehr, sehr cool aus. Quadral geht einen anderen Weg. Die versuchen halt ein hübsches technisches Design zu machen. Das heißt, hier sieht man natürlich schicke Edelstahlschrauben. Auch völlig okay. Es gibt natürlich für alle Lautsprecher Abdeckungen. Wir haben sie jetzt mit Absicht alle mal runtergenommen. Aber existieren tun die Abdeckungen immer. Also das ist erstmal der erste Eindruck, den man sieht. Ja? Von vorne sehen sie schon sehr, sehr unterschiedlich aus. Hier bei der Quadral ist alles so aus einem Gehäuse. Es sind ein MDF-Gehäuse, alle Kanten, das ist alles lackiert. Es ist hier nichts foliert, das ist alles wie aus einem Guss sieht es aus. Und der ganze Lautsprecher ist auch so ein bisschen geschwungen, er ist auch nicht so kantig. Wobei, modernes Design ist ja alles wieder so ein bisschen eckiger, das ist hier so. Aber hier gibt es dafür wieder eine Frontplatte. Eine Frontplatte, die einfach hier vorne aufgesetzt ist und hier hinten haben wir mattes Gehäuse, was auch gerade nicht so sauber ist. Meine Schuld, hätte ich wohl vorher putzen können. Ja, also so viel mal zum äußeren Aufbau. Aber die Qualität selber bei beiden, würde ich sagen, auf gleichem Niveau. Da sehe ich erstmal überhaupt keinen Unterschied. Und jetzt gehen wir mal nach hinten und schauen uns mal an, welche Lautsprecher es noch in diesem System gibt. Ergänzend zu den Standlautsprechern gibt es natürlich auch noch Regallautsprecher. Bei der Bronze-Serie haben wir hier die Bronze 100, der große Regallautsprecher. Der sieht dann so aus. Passt natürlich zu den Serien. Es gibt natürlich auch noch einen kleinen. Den würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt als Hauptfrontlautsprecher einsetzen. Aber für Surround Sound ist der schon wieder gut. Bei der Quadralserie haben wir hier die 20 LE. Das ist der Regallautsprecher. Von der Form sieht er genauso aus wie die Standlautsprecher. Im Prinzip nur kleiner gehalten. Auch der geht natürlich als Frontlautsprecher, wenn man jetzt vorne gar keine Standlautsprecher haben möchte. Absolut kein Problem. Oder man nimmt ihn als Surround-Lautsprecher. Aber es gibt natürlich auch Bipol-Lautsprecher von beiden Systemen. Beim Quadral-Askin-System ist es der Phase 16. Den habt ihr bestimmt schon öfters bei uns gesehen. Ein Bipol-Dipol-Lautsprecher, er ist umstellbar. Wie das alles mit Bipol-Dipol funktioniert und wann man einen diffusen Lautsprecher benutzt und wann man einen Direktstrahl-Lautsprecher benutzt, dazu haben wir ja mal ein Video gemacht. Schaut mal in dieses rein, da erkläre ich das nochmal. Da seht ihr auch den Lautsprecher wieder. Da erkläre ich, wann man welchen Lautsprecher nimmt und wann man ihn wie einstellt. Das solltet ihr euch mal anschauen. Gleiches gilt natürlich für die Bronze-Serie. Der ist hier bei uns wandmontiert. Hier ist der Bronze FX-Lautsprecher. Auch ein Dipol-Bipol-Lautsprecher, lässt sich umstellen. Gleiche Prinzip, passt halt zur Bronze-Serie. So, soweit Surround Sound. Jetzt gibt es aber auch noch 3D-Sound. Das heißt, wir können natürlich auch noch Deckenlautsprecher integrieren. Wenn man Einbaulautsprecher nehmen kann, kennt ihr schon, da gibt es ja ganz verschiedene Hersteller. Habt ihr bei uns auch schon öfters gesehen. Bei der Bronze-Serie gibt es aber auch sogenannten Upfiring-Lautsprecher. Den kann man zum einen auf einen Stand- oder Regallautsprecher oben drauf platzieren. Dann sendet er seinen Schall an die Decke, wird oben reflektiert und bildet dann oben so ein bisschen diesen Atmoston, der von oben kommen soll. Wenn er mich ehrlich fragt, ist das nicht meine Lieblingssache. Also ich habe erst ein einziges Mal gehört, wo sich das wirklich gut angehört hat. Und das war ein Kellerkino. Der Keller hatte eine glatte Betondecke und die war nur 2 Meter hoch. Und da war ich erstaunt, wie gut das funktioniert hat. In einem Wohnzimmer wäre das so, naja. Also wenn es irgendeinen anderen Weg gibt, nimmt immer einen anderen Weg. Weil diese ganze Reflexionssache da oben, die ist ja komplett unkontrolliert. Der Lautsprecherhersteller wusste nicht, was ihr für eine Decke habt, wie hoch die ist. Ist sie mit Raufaser tapeziert oder ist die aus Glas? Das wusste alles nicht. Der Winkel, wie ist denn der Winkel? Passt ja ganz genau zum Hörplatz. Das ist ja alles sehr, sehr gewagt. Deswegen wäre das persönlich nicht meine erste Wahl für Atmos. Also im besten Fall baut man wirklich Lautsprecher an die Decke. Ich weiß, manchmal geht das nicht und manchmal wird es auch im Wohnzimmer nicht gewünscht. Das ist auch okay so. Was man aber mit diesen Teilen machen kann, man kann sie vorne im vorderen Bereich über den Hauptlautsprechern positionieren und die haben ja schon von Natur aus so einen schrägen Abstrahlwinkel.
Und dann kann man die als Front-High-Lautsprecher konfigurieren. Und dann hat man auch einen Atmos-Effekt. Das heißt, dann passieren Sachen nicht nur unten in der unteren Ebene, sondern wir holen den Ton sofort auf die obere Ebene. Das ist, finde ich, das ist sehr interessant. Und dafür sind die Dinger meiner Ansicht nach viel, viel besser geeignet. Man könnte sie auch als Surround-Lautsprecher einsetzen, man könnte sie theoretisch auch quer drehen. Ist jetzt nicht ihr Haupteinsatz, aber das wäre auch möglich. Aus der Asken-Serie gibt es das leider nicht, weil die ist ja auch schon so ein bisschen älter. Da war Atmos damals noch nicht so ein Thema. Bei Monitor Audio Bronze, bei der Neuentwicklung, ist man da sofort drauf eingegangen und hat die gleich mitentwickelt. Im schlimmsten Fall kann man sowas auch noch kombinieren und von einem anderen Hersteller nehmen. Wäre jetzt auch nicht so dramatisch. So viel also dazu. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Ergänzungsprodukt. Aber was ich ja persönlich noch viel interessanter finde und viel spannender, ist ja diese ganze Thematik der Einbaulautsprecher. Einbaulautsprecher werdet ihr bei uns immer wieder sehen. Ein Video haben wir schon mal gemacht, wo wir bei uns mal beispielhaft ein paar Einbaulautsprecher eingebaut haben. Können wir euch ja hier mal verlinken. Guckt da hier nochmal in dieses Video rein. Da geht es um Einbaulautsprecher. Aber bei diesen beiden Serien, da gibt es natürlich auch Einbauvarianten. Schauen wir mal. Und zwar haben wir hier, auch diesen Lautsprecher solltet ihr schon kennen, ein Bipol, Dipol, ein FX-Lautsprecher, so nennt die Firma Monitor Audio das. FX kennt man. FX sind ja diese Tricks aus dem Filmbusiness, also vom Filmdreh. Da nennt man ja FX, wenn die ihre Tricks machen. Und deswegen nennen die auch FX, weil es einem so ein bisschen, ja, das soll diffus so ein bisschen, wie soll man sagen, die tricksen halt auch damit ein bisschen rum mit dem Schall. Deswegen nennen die so. Wir haben diesen Lautsprecher ja mal hinter eine Couch eingebaut, in so eine Ablage. Das kam auch sehr gut an und wir haben da unheimlich viele Anfragen nach. Und es haben schon sehr viele Leute nachgebaut und die waren alle sehr, sehr begeistert. Wenn man Lautsprecher hinten im Wohnzimmer keine Surround-Lautsprecher mehr sieht, man hat halt die Couch dicht an der Wand, was ja im meisten Wohnzimmer immer so ein kleines Problem ist. Dazu das Video, auf das ich vorhin eingegangen bin. Aber schaut mal bitte auch in dieses Video rein. Auch das zeigen wir euch hier mal. Da baue ich diese Lautsprecher hinter eine Couch in der Ablage ein. Finde ich eine super Lösung. Und das wäre jetzt die Alternative zu diesen tatsächlich. Ja? Bronze FX heißen die auch. Die heißen auch FX. Und die hinter der Couch eingebaut, super Alternative. Dann sind die schon mal weg. Ja, und die Firma Quadral ist ja auch nicht doof. Und haben natürlich auch was entwickelt. Und das ist auch relativ neu. Und das gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Ein Wand-Einbau-Lautsprecher, recht flach, der ist auch nur so 10 cm flach. Wir haben den hier bei uns mal eingebaut, wir hatten Glück, wir haben hier eine Gipskartonwand, da war das einfach. Und ich zeige euch mal, wie der aufgebaut ist. Der sieht doch cool aus, oder? Also ich persönlich würde den, glaube ich, sogar offen lassen. Der ist mit so einem Velour gezogen. Wir haben hier die Bipol-Dipol-Umschaltvariante. Man sieht, dass die Hochtöne in verschiedene Richtungen abstrahlen. Wir haben hier so ein Absorber-Schaumgummi drin, um einfach das so diffus wie möglich zu machen und hier unten keine, ich wollte schon Verwirbelungen sagen, aber so was ähnliches wie Verwirbelungen sind es ja auch, sind halt Reflexionen vom Schall. So, hier hat man so einen Tiefmitteltöner drin, er ist relativ groß, aber man kann ihn super, wenn man so eine Wand hat oder eine Vorsatzschale gestellt hat, kann man ihn super integrieren. Die Gitter sind wie immer lackierbar, das kann man auch in Wandfarbe lackieren. Finde ich persönlich eine super Alternative zu so einem Dipol-Dipol-On-Wall-Lautsprecher, was ja in dem Fall hier der Phase 16 von Quadral wäre. Also ihr seht, es gibt da unheimlich viele Kombinationsmöglichkeiten. Also man kann es nicht sagen, man nimmt dieses 5.1-Set, muss es genauso hinstellen. Wann man welchen Lautsprecher benutzt, darauf gehen wir gleich ein. Das hängt auch noch so ein bisschen mit dem Wohnzimmer zusammen. Wie ist mein Wohnzimmer überhaupt gestrickt? Und bevor wir da weitergehen, wo ich hier gerade stehe, zeige ich euch noch was, auch von der Firma Quadral. Auch relativ neu. Ein Einbau-Frontlautsprecher. Auch den könnte man, wenn man jetzt vorne zum Beispiel eine Vorsatzschale macht, kann man den natürlich wunderbar auch da vorne mit hin platzieren. Es würde auch theoretisch, wenn man jetzt die Couch 2 Meter weg hat von der Rückwand, kann man den auch als Surround-Lautsprecher benutzen. Wird wahrscheinlich nicht so oft passieren, geht aber auch wunderbar. Aber, das haben wir jetzt noch nicht gemacht, aber auch das werden wir demnächst mal probieren. Das ist auch ein cooler Kinolautsprecher. Auch den könnte man zum Beispiel hinter einer akustisch transparenten Leinwand in seinem dedizierten Kino einbauen. Absolut machbar, relativ flach. Wenn wir das mal machen, verspreche ich euch, bei uns werdet ihr das als allererstes sehen. Ja, da gibt es natürlich von Quadral noch On-Wall-Lautsprecher. Auch die gehen, wenn man jetzt, wie gesagt, weit genug weg ist mit seinem Hörplatz, dann muss man natürlich keine Dipole nehmen. Oder man will einen 7.1 machen.
man hat die Couch 2,50 Meter von der Rückwand weg, dann nimmt man sowas hier. Ja, Face 180 zum Beispiel, auch da gibt es noch andere und die kann man hinten ran machen, die kann man als seitliches Round-Lautsprecher benutzen. Also die Auswahlmöglichkeiten sind da enorm. So, jetzt habt ihr mal alles gesehen, was es von diesem System gibt. Wobei, das war nicht alles, aber das war fast alles. Und jetzt hören wir uns mal an oder schauen wir uns mal an, in welchem Wohnzimmer setzt man überhaupt welchen Lautsprecher ein. Also welchen Lautsprecher man bei welcher Gelegenheit in welchem Zimmer einsetzt, das hängt von vielen Kriterien ab. Das erste Kriterium ist natürlich sein persönlicher Geschmack. Logisch, keine Frage. Die Geschmäcker sind da unterschiedlich. Auch das Hörverhalten der Menschen ist sehr unterschiedlich. Hört man überhaupt Musik damit oder hört man nur Filmton? Auch das macht was aus. Ja, und dann ist natürlich der Raum nicht ganz unwichtig. Hat man zum Beispiel einen sehr kleinen Raum, hier unser Raum, der ist relativ klein. Das ist ein Dachgeschoss mit einer Schräge da hinten dran. Ganz ehrlich, so toll dieser Monitor Audio Bronze 500 auch ist, ist er tatsächlich in diesem Raum hier zu groß und regt diesen Raum viel zu stark an und klingt eigentlich gerade bei Musik nicht so toll. So blöd es sich anhört, klingt in diesem Raum der kleine Lautsprecher besser. Das kann in einem anderen Raum aber wieder anders sein. Also das muss man natürlich auf jeden Fall berücksichtigen. Wie sieht denn überhaupt mein Raum aus? Was macht denn der Raum? Ist der überhaupt groß genug dafür? Wichtiges Thema. Habe ich den Platz da vorne überhaupt? Kann ich überhaupt so einen Lautsprecher da hinstellen? Habe ich den nicht? Gehe ich vielleicht auf einen Regallautsprecher? Was gar kein Problem ist, auch aus so einem Regallautsprecher kann richtig guten Ton machen. Möglicherweise muss so ein Subwoofer dann so ein bisschen mehr übernehmen. Das kann sein. Subwoofer sind übrigens zu jedem der vorgestellten Systeme mit dazu. Es gibt für das Monitor Audio Bronze System den 10 Zoll Subwoofer. Den kann man dazu nehmen. Man kann natürlich auch kombinieren mit anderen Systemen. Das wäre jetzt bei Subwoofer nicht so dramatisch, aber auch da spielt der Raum wieder eine gewisse Rolle. Beim Quadral Askin System ist der Cube 8 mit im Lieferumfang, wenn man jetzt das komplette Set bestellt. Auch ein cooler Lautsprecher. Hier ist zu beachten, das ist ein Downfire tatsächlich. Wir sehen, der hat hier vorne keine Membran. Downfire heißt da deswegen, weil die Membran hier unten ist. Hier unten kommt der Ton raus. Das ist in den meisten Fällen auch sehr, sehr gut, weil der Bass natürlich auch so ein bisschen diffuser abgegeben wird in alle Richtungen und strahlt nicht nur in eine Richtung. Kann aber auch Nachteile haben. Habe ich zum Beispiel einen Holzfußboden oder vielleicht sogar Laminat und was vielleicht so ein bisschen elastisch aufgehangen ist, dann kann das natürlich da unten auch schon zum Klappern neigen oder den ganzen Fußboden stark anregen. Das kann nachteilig sein, kann aber auch vorteilig sein. Also man kann das alles nicht so hundertprozentig sagen, dass immer nur der bessere ist oder der bessere ist. Viele Faktoren, ihr merkt schon, es ist nicht so einfach. Also die Optik spielt eine große Rolle, die ganze Familie lebt meistens mit in dem Wohnzimmer, also die müssen auch mitentscheiden, es muss auch schick aussehen, wenn das System aus ist. Natürlich muss der Klang einwandfrei sein und die ganze Raumgeometrie und so, alles spielt eine große Rolle, deswegen kann man es nicht so ganz pauschal sagen. Man muss sich ein bisschen mehr mit beschäftigen. Ja, aber das sollte man alles bedenken. So, jetzt denke ich mal, jetzt holen wir mal den André und der soll euch jetzt mal versuchen, so gut das in so einem Video halt geht, erklären, wo sind denn die tonalen Unterschiede bei diesen Lautsprechern. Wir wollen mal schauen, ob er das hinbekommt und dann komme ich gleich wieder. Ja, dann werden wir mal gucken, ob wir den Ton irgendwie erklärt bekommen. Erklären ist halt immer ganz schwierig, also ich mache das mal aus meiner subjektiven Richtung mit meinem Ohr. Eure Ohren sind natürlich immer ein bisschen anders. So, das auf jeden Fall klare Empfehlung, besucht euren Fachhändler, kommt zu uns, macht euren Termin und wir schauen, was in eurem Wohnzimmer am besten funktioniert. Ja, prinzipiell in unserem Raum hier oben, der ist relativ klein, der hat geschätzte 12 Quadratmeter, ja, funktioniert die Monitor Audio Bronze 200 sehr gut. Hat einen schönen seidigen Hochtöner, der wirklich in meinem Ohr sehr detailliert spielt. Und wir haben hier aber ein 2,5-Wege-System, was in meinem Ohr manchmal ein bisschen dünn ist im Mittelton. Wobei das natürlich, wie gesagt, subjektiv ist. Ist kein schlechter Lautsprecher, absolut top. In dem Raum hier spielt der super. Aber genau da haben wir auch die Unterschiede beim Quadralsystem. Wir haben hier ein glattes Dreiwegesystem. Heißt, wir haben einen extra Mitteltöner drin, der halt nur die ganze Stimmlage macht. Heißt, in dem Fall spielt für mein Ohr der Quadral ein bisschen detaillierter, im Hochton ein bisschen feiner, auflösender, aber die den straffen Bass, den Tiefton, da gefällt mir die Monitor Audio Bronze 200 persönlich sehr, sehr gut. Also, Tiefton ist ein Thema für sich, gerade in euren Wohnzimmern, vielleicht mal ein bisschen kleiner Wohnzimmer, wo man sagt, die Lautsprechergröße spielt eine Rolle, oder auch ein großes Wohnzimmer, aber ihr habt Nachbarn haben wir fast alle.
Quadral Ascent, der 80er in unserem Fall, ist ein 3-Wege-Lautsprecher und hat hier zwei schön große 170 mm Tieftöner, die in meinem Ohr sehr, sehr sauber spielen. Also wir haben einen sehr linearen Klang über die gesamte Frequenz und im Tiefton ist der jetzt nicht der mega volumige, aber er spielt sehr, sehr sauber, was mir persönlich sehr, sehr gut gefällt. Somit haben wir wirklich die Möglichkeiten, bei hochauflösenden Sachen die Musik genau so zu hören, wie sie sein soll. Wir haben ein Bassreflexsystem, also wir haben hinten eine Bassreflexöffnung, sodass ihr euch um fehlenden Tiefton keine Sorgen machen braucht. Ist nur meine subjektive Meinung, er spielt nicht ganz so straff wie der Monitor Audio. Ja, zum Beispiel in dem Raum hier sehr gut funktioniert der Bronze 200, auch ein Bassreflex, aber ein 2,5-Wege-System, spielt untenrum sehr, sehr stramm, in den Höhen detailliert, klar, aber nicht ganz so fein auflösend wie die Ascent. In den Mittellagen, ja, gefällt mir persönlich die Ascent vielleicht auch einen ganz kleinen Ticken besser persönlich. Aber da sprechen wir immer vom Musikhören, von ganz, ganz kleinen, feinen Details. Im Filmbetrieb funktioniert die Bronze 200 in dem Raum hier meiner Ansicht nach ziemlich perfekt. Hier kann man klein lassen, hier hat man alle Details drin, man hört wirklich, was ist los im ganzen Filmbetrieb. Man hört Vögel zwitschern, Autotüren klacken, Kinder schreien im Hintergrund und solche Schichten. Also ein Lautsprecher, der sehr fein auflöst. Untenrum ein bisschen strammer, hier ein bisschen weniger untenrum los, dafür hier oben rum und Mittellage ein bisschen detaillierter. Ich glaube, so kann man es für mein Ohr ganz gut beschreiben. Da bin ich wieder. Jetzt habt ihr auch mal den André kennengelernt. Ich hoffe, der macht noch öfters im Video mit. Ihr könnt ja mal was in die Kommentare schreiben, ob er euch gefallen hat. Und ja, jetzt bin ich wieder da und diesmal ist einfach den Schluss vom Video. Das waren also unsere beiden kompletten Lautsprechersysteme 5.1 Plus von Monitor Audio und von Quadral. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen den Mund wässrig machen oder das Ohr tropfen lassen oder wie sagt man dazu? Wie auch immer. Wer sie hören will, muss zu uns kommen oder natürlich auch ein Händler in seiner Nähe. Ihr wisst, ihr könnt bei uns alles Probe hören. Ihr könnt bei uns natürlich einen Termin dazu machen oder ihr müsst sogar einen Termin dazu machen. Aber wer das alles nicht kann, kann natürlich auch bei uns das telefonisch bestellen. Ihr bekommt bei uns eine telefonische Beratung oder ihr schreibt uns einfach eine E-Mail. Alles gar kein Problem. Bei uns gibt es jedenfalls diese Lautsprecher, wisst ihr Bescheid. Es gibt natürlich auch noch diverse andere Lautsprecher. Ich nenne mal zum Beispiel, vom Monitor Audio gibt es natürlich auch die nächstgrößere, die Silver-Serie. Auch die könnt ihr uns, also könnt ihr bei uns als 5.1.2 System komplett anhören, haben wir hier eingebaut und so weiter und so weiter. Bis zu von Quadral, die Aurum-Serie, haben wir auch einiges bei uns. Wie gesagt, wenn ihr aus der Nähe seid, macht einfach einen Termin, hört euch die bei uns an oder ruft uns einfach an. Das war unser kleines Video zum Ton. Wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Ich denke, ich kann das schon verraten. Ich glaube, das wird genauso passieren. Wir bekommen einen neuen Beamer. Das könnte möglicherweise die Revolution im Heimkino sein. Kann sein oder kann nicht sein. Wir werden sehen. Also schön dranbleiben. Abonnieren nicht vergessen. Die Glocke aktivieren nicht vergessen. Teilen. Bitte Daumen hoch. Den brauchen wir immer. Für YouTube. YouTube möchte immer gerne viele Daumen hoch sehen und schreibt auch gerne wieder was in die Kommentare. Da freue ich mich auch, die zu lesen, auch wenn ich nicht mehr schaffe, alle zu beantworten. Das war's. Der Olaf aus Berlin verabschiedet sich. Wir sehen uns in der nächsten Woche. Tschüss!